Mein Name ist Jochen Feierabend, ich bin der Kommandant der Feuerwehr Bezigheim. Es ist ein Brand ausgebrochen in einem älteren Gebäude in der Vorstadt. Das Gebäude liegt direkt an der Enz. In dem Gebäude sind 4 Wohneinheiten. In der 2. Wohneinheit ist ein Küchenbrand ausgebrochen und der hat sich relativ schnell innerhalb der Wohnung ausgebreitet und dann über die Wohnungen, die aus dem 18. Jahrhundert sein durften, hat sich das ausgebreitet. Wir haben Probleme hier gehabt mit den Löschmaßnahmen, weil zwischen den Wohnungen keine richtigen Brandabschnitte bestehen und das Feuer so zwischen den Wohnungen hin und her laufen konnte. Das Gebäude ist in Holz gebaut, die Außenwände teilweise massiv und das Gebäude wurde mehrfach umgebaut, wurde mit Isolationsmaterial versehen, wurde durch die Konstruktion bedingt mehrfach verändert. Die Zugänge wurden verändert. Wir hatten Probleme, den Zugang zum Dachraum zu finden, weil nur eine Wohnung einen Zugang zum Dachraum hat. Der Dachraum selber ist durchgängig über alle 4 Einheiten. Und das war das Problem, dass das Feuer sich da oben in der kurzen Zeit dann relativ rasch ausbreiten konnte. Das Problem, dass wir eigentlich nur von der Landseite hier einen Angriffsweg haben über die Vorstadt. Und wir haben jetzt im Weiteren mit den weiteren Maßnahmen versucht, von der Endseite her mit einem Wasserwerfer noch auf das Dach zu halten, damit die Flammen, die hier aus der Dachfläche geschlagen haben, niedergehalten werden und damit es nicht über die komplette Dachfläche vollends davonläuft, das Feuer. Nach jetzigem Stand wurde die Bewohnerin, die in der Küche arbeitete, verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus verbracht. Es gab eine Person, die aufgrund der Aufregung kollabierte, die auch dann betreut wurde. Die ist allerdings nach meinem Wissensstand bereits hier wieder bei den Familien eingetroffen und ist auf dem Weg Besserung. Die Häuser werden nicht mehr bewohnbar sein. Wir haben in den ersten 2 Einheiten einen kompletten Abbrand, einen kompletten Schaden mit Wasser. In der 3. Einheit auf jeden Fall Teilabbrand und Wasserschaden. Und ich gehe davon aus, dass auch die 4. Einheit, die momentan noch vom Brand noch nicht so beaufschlagt wurde, auch entsprechend Wasserschaden haben wird. Die erste Meldung war so, dass vermutlich 2 Kinder noch in der benachbarten Wohnung des Brandausbruchs sich befinden. Nach Mehrfachbefragung der Bewohner hat sich dann herausgestellt, dass die Kinder nicht hier an der Einsatzstelle sind, sondern dass sie sich woanders befinden. Und dann war also klar, dass sich niemand mehr in den Wohnungen als solches befindet. Also nach jetzigem Stand waren 71 Feuerwehrangehörige mit 12 Fahrzeugen an der Einsatzstelle und ca. 20 vom Sanitätsdienst. Also insgesamt waren die Einheiten der Feuerwehren natürlich aus Bezigheim und der Abteilung Ottmarsheim. Aus Walheim waren 3 Fahrzeuge hier, aus Löchgau 1 Fahrzeug, die Führungsgruppe aus Bietigheim-Bissingen und der Gerätewagen Atemschutz von Ludwigsburg. Die Mieterin wollte in der Pfanne Pommes machen. So hat es angefangen. Öl, Wasser, irgendwas ist passiert, weiß auch nicht. Ich war nicht da in dem Moment, aber so hat es angefangen. Und so ging es dann auf den Dachstuhl und komplett abgebrannt. Steht unter Denkmalschutz. 1880er Baujahr. Hallo.
Steffen Bühler, Bürgermeister der Stadt Bezigheim. Also wohl in der Küche was passiert beim Zubereiten von Pommes. Und dann hat es relativ schnell gebrannt. Unsere Feuerwehr war auch relativ stark vor Ort mit über 60 Leuten. Eine Dame, habe ich gehört, die ist verletzt worden etwas, als sie versucht hat zu löschen. Eine zweite hat wohl einen Schwächeanfall gehabt, aber zum Glück nichts ganz Schlimmes passiert. Niemand, der vermisst wäre, niemand, der irgendwie noch gesucht wird und wo man nicht weiß, wo er ist, sondern sind alle draußen. Die Verletzten sind nicht schwer verletzt. Müssen wir halt schauen, ob wir noch Unterkünfte suchen müssen für die Leute. Es waren ja über 30 in dem Haus gemeldet. Ob die jetzt bei Freunden oder Verwandten oder Bekannten unterkommen oder ob wir jetzt noch irgendwas suchen müssen über das DRK oder irgendwelche anderen Notunterkünfte. Also zum einen ist man natürlich bestürzt, weil man denkt, was Gott, was ist da jetzt wieder passiert. Auf der anderen Seite fühlt man sich aber ein Stück weit auch sehr gut vertreten und sehr gut versorgt da, weil die Feuerwehr gut gearbeitet hat, weil das DRK gleich da war, Polizei war da, also alle Rettungskräfte waren gleich da, haben geholfen und waren sehr effizient. Und deswegen ist eigentlich Schlimmeres auch verhindert worden. Insoweit bin ich eigentlich auf der einen Seite bestürzt, auf der anderen Seite aber auch sehr zufrieden, dass alles so gut funktioniert. Hier in der Stadthalle, alte Keller, werden vom DRK betreut und da wird nachgefragt, wer kann anderswo unterkommen bei Freunden, Verwandten, Bekannten und wer hat keine Bleibe und der wird dann von uns notuntergebracht. Tamam mı?